lebensfeindliche Spiritualität. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Jesus sagte, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Am Sonntag haben wir betrachtet, dass Jesus seinen Schwerpunkt auf die Verkündigung des Evangeliums gelegt hat. Er will den ganzen Menschen heil und gesund machen. Denken wir dabei noch einmal an das Eisbergmodell. Jesus spricht nicht nur die 20% unseres Lebens an, was man äußerlich sieht, sondern die 80%, was in unserem Unterbewusstsein liegt. Die Pharisäer begrenzten ihre Spiritualität nur auf das Äußerliche. Heute hören wir, wie wichtig für sie das Händewaschen und Abspülen des Geschirrs war. Gleichzeitig verurteilten sie lieblos die Jünger Jesu, die dies nicht taten. Peter Scacero sieht darin eine lebensfeindliche Spiritualität. Wenn Christen sich nur in viele fromme Aktivitäten stürzen, nur äußere Gesetze einhalten, doch im Leben sich von Ungläubigen kaum unterscheiden. Es ist so wichtig, unser Herz von Jesus berühren zu lassen. Unsere Gefühle, Triebe, Motive, Verletzungen und so weiter. Es ist so wichtig, unser Herz von Jesus verwandeln zu lassen, damit es Gott, den Nächsten und sich selbst liebt und annimmt. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns lehrt, Gott von ganzem Herzen, den Nächsten und sich selbst zu lieben. In der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, uns Heiligen Schutzengel und Namenspatrone und alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, euer Hab und Gut getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, ihr schlechten Filmen, Bildern, schlechten Schriften, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wenn wir dich und den Nächsten und sich selbst nicht so geliebt haben, wie du es uns lehrst. Wasch uns rein durch dein kostbares Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.